Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am Wochenende kam es in der Oberliga Südwest zum Derby zwischen Arminia Ludwigshafen und der TuS Mechtersheim. Die Hausherren traten in Rot und die Gäste im blauen Dress an. Die Ludwigshafener stehen aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Für sie ist die Saison so gut wie gelaufen. Sie kamen von Beginn an etwas besser ins Spiel und hatten die ein oder andere Tormöglichkeit. Die Mannschaft aus dem Rhein-Pfalz-Kreis steht hingegen mit einem Bein noch im Abstiegskampf und benötigt dringend die Punkte. Das war die zweite Gelegenheit für die Arminia in der Anfangsphase. Das Spiel war technisch und taktisch nicht auf hohem Niveau. Es definierte sich in der ersten Halbzeit durchaus über Standards auf beiden Seiten. Den folgenden Eckball schenken wir uns. Wie bereits erwähnt, das Niveau hatte durchaus Luft nach oben. Und so entstand auch in der 21. Spielminute das 1:0 für die Arminia. Nämlich nicht durch einen gelungenen Angriff der Hausherren, sondern durch einen Fehler der Mechtersheimer. Es war trotz allem eine schöne Ablage von Jan Drese auf Chris Böcher und er netzte zum 1:0 ein. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Gäste in Blau etwas besser ins Spiel und bei Arminia Ludwigshafen riss komplett der Faden. Nach diesem schwach abgewehrten Eckball war es dann auch Andreas Brill, der zum ersten Mal für Gefahr vor dem Arminia-Tor sorgte. Erneut eine gute Gelegenheit hatten die Mechtersheimer in der 29. Minute. Arminia klärte zum Eckball. Die folgende Ecke brachte dann den Ausgleich zum 1:1. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 3, Martin Rau. Nur 4 Minuten später setzte Jens Rehäuser mit diesem Hammer den Doppelschlag zum 1:2 für TuS Mechtersheim. 34. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand vor ca. 180 Zuschauern im Ludwigshafener Südweststadion. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag für Arminia. Nach einer mehr oder minder missglückten Flanke von Lukas Olbrich war es in der 48. Minute Jens Rehäuser, der Michael Hirschmann anköpfte und der Ball landete zum 1:3 im Tor für TuS Mechtersheim. Diesen durchaus kuriosen Treffer zeigen wir gern nochmal in Zeitlupe. Rehäuser köpft die Schulter von Hirschmann im Tor der Arminia an. Von dort aus geht der Ball ins Gehäuse. Arminia konnte sich jetzt spielerisch nicht mehr groß aufbäumen. Sehenswert war noch der Freistoß von Marc Baresic aus gut 24 Metern. Allerdings er scheiterte an Konstantin Stengel im Tor der Mechtersheimer. Bleiben noch zu erwähnen die Tore 1:4 und 1:5. Das 1:4 erzielte Skodran Rexhay in der 70. Minute und in der 80. Minute war es Fabian Ick, der den 1:5 Endstand herstellte. Das freute natürlich die mitgereisten Fans aus Mechtersheim. MRN News verabschiedet sich mit dem Hinweis, Mechtersheim muss am Mittwoch bereits beim Tabellenletzten in Betzdorf ran. Arminia reist am Sonntag zum TSV Schott Mainz. Auf Wiedersehen.